Und im Sport kommen wir jetzt zu einer Mannschaft, die mittendrin ist im Kampf um die Meisterschaft. Ich spreche vom Mannheimer Hockey Club. Feiern durften die Jungs aber trotzdem bereits, denn am Wochenende gab es im europäischen Wettbewerb eine Bronzemedaille. Diese erkämpften sich die Mannheimer im niederländischen Eindhoven, nachdem sie bis ins Halbfinale vorstürmten. Einen Platz unter den besten vier Teams wollen sie nun auch in der Bundesliga belegen und so ins Finalturnier in Krefeld einziehen. Aktuell liegen sie auf dem dritten Platz. Rang 5 ist allerdings nur einen Punkt entfernt. Am 1. Maiwochenende geht es für die Mannheimer zu 2 Auswärtsspielen nach Berlin. Eine Woche später ist dann der letzte Hauptrundenspieltag zu Hause gegen den Nürnberger HTC angesetzt. Ja, und wir haben Besuch bekommen von Felix Schüß vom MRC Mannheim. Schönen guten Abend und erstmal herzlichen Glückwunsch zum tollen Erfolg. Wie haben Sie diesen Sieg, diesen europäischen Sieg gefeiert? Bestimmt ordentlich, oder? Ja, auf jeden Fall schon ausführlich. Wir wurden dann am Montag, nachdem wir unser Spiel um den dritten Platz bestritten haben, von sehr vielen Vereinsmitgliedern im Club empfangen. Es gab sogar ein spontanes Feuerwerk und es war eben auch nicht nur für uns als Team, sondern für den ganzen Verein schon auch ein großer Erfolg. Europäisch auch mal was zu gewinnen. Absolut. Ja. Trotzdem geht es ja auch zu Hause sozusagen in der Bundesliga noch um viel. Warum klappt es denn mit dem Final Four und wie wollen Sie das schaffen? Ja, wir haben noch drei Bundesligaspiele ausstehen, von denen wir 2 gewinnen müssen, weil unsere Konkurrenten zum Glück alle noch gegeneinander spielen und sich dementsprechend die Punkte klauen. Und wir hoffen natürlich jetzt irgendwie diesen Schwung von der ERL irgendwie mitzunehmen und diese Emotionalität und uns dann möglichst frühzeitig auch für die Final Four zu qualifizieren. Ich wollte gerade fragen, beflügelt so ein toller Sieg auf europäischer Bühne? Oder muss man sagen, Mensch, wir sind körperlich da schon an unsere Grenzen gegangen, jetzt können wir eigentlich gar nicht mehr. Wie empfinden Sie das? Ja, wir hatten jetzt 5 Spiele in 8 Tagen. Da haben wir jetzt schon noch einige Verletzungen. Sind jetzt sehr froh, dass wir nächstes Wochenende spielfrei haben und hoffen, dass wir uns dann in der Zeit so regenerieren können, dass wir dann am Wochenende danach in Berlin, wie Sie jetzt schon erwähnt haben, dann die Punkte einfahren können, um uns zu qualifizieren. Und ich sehe es eigentlich positiv und ich glaube, dass wir schon beflügelt irgendwie aus dieser ERL herauskommen und den Schwung mitnehmen können in die Bundesliga. Die Teams, die jetzt noch auf Sie warten, befinden sich ja allesamt in der zweiten Tabellenhälfte. Ist das ein Vorteil oder ein Nachteil? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass weder noch. Es ist gegen jede Mannschaft in der Bundesliga schwer, vor allen Dingen auswärts. In Berlin haben wir uns in den letzten Jahren noch immer schwer getan. Blau-Weiß Berlin ist bereits abgestiegen. Das heißt, die haben irgendwie nichts zu verlieren und wollen sich mit Sicherheit auch irgendwie mit erhobenem Hauptes aus der Bundesliga verabschieden. Der Berliner Hockeyclub, gegen den wir dann am Sonntag spielen, ist schon auch mit sehr guten Spielern bestückt, die auch länger nach oben mitgespielt haben und jetzt ein bisschen abgerutscht sind. Von daher könnte es schon nicht gerade einfach werden. Ja. Nicht nur Sie sind ja auf dem Weg zum Final Four, sondern auch die Hockey-Damen. Wie eng ist denn die Zusammenarbeit und der Austausch? Ja, der besteht auf jeden Fall. Wir unterstützen uns gegenseitig. Es waren jetzt auch viele Damenspielerinnen in Eindhoven, um uns zu unterstützen. Und es ist natürlich auch für den Verein toll, wenn sich irgendwie die Herren und die Damen qualifizieren fürs Final Four und dann hoffentlich auch irgendwie zusammen was feiern können. Ja. Das werden wir weiter beobachten und hoffen, Sie können dann genauso schön feiern wie nach dem Erfolg in Europa. Dankeschön für den Besuch.